Ja, vielen Dank, Ralf Füchs. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen jetzt schon nach 10 Minuten viele Schlagworte hier auf unserem Tisch, über die wir sofort weiterreden können. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz sagen, freuen uns sehr auf die kommenden 1,5 Tage. Ich bin geradezu elektrisiert, weil ich sagen muss, ich kann mich nicht erinnern, dass diese Frage der Schnittstelle von Ökologie und Sozialem, von ökologischer Politik und Sozialpolitik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mal so explizit aufs Tableau gebracht wurde. Es gibt in den Ursprüngen der Ökologiedebatte, in den Ursprüngen der grünen Debatte eine intensive Reflexion auf den Zusammenhang des Sozialen und des Ökologischen. Das ist aus verschiedenen Gründen etwas abgeebbt, vielleicht auch etwas mehr in die Fachpolitiken gerutscht. Und wir haben jetzt nicht die einmalige, aber eine Chance, das alles uns mal etwas näher anzugucken und uns auch trefflich über diese Fragen zu streiten. Was wir jetzt in dieser ersten Stunde versuchen, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als so ein bisschen eine Systematik in das Ganze reinzubringen, auch für die Debatten, die dann in den Morgen und nachher konkreter und spezifischer geführt werden und uns den wichtigen Fragen anzunähern und Kategorien, um die es geht. Ich verspreche Ihnen wird es nicht langweilig werden, denn ich habe hier zu meiner Rechten und zu meiner Linken eigentlich so eine Art Dreamteam, um jetzt mal so ein erstes Gespräch zu führen. Und wir haben uns vorgenommen, nicht irgendwelche abgehobelten Textbausteine nochmal zu verlesen, sondern die Gedanken frei und frank fließen zu lassen. Ich fange links an mit Heinz Bude. Wir haben eigentlich ein bisschen Heinz Bude Festwochen gerade, denn Heinz Bude war schon vor 2 Tagen hier in unserem Haus, um sein neues Buch vorzustellen, Gesellschaft der Angst, in der er eine Konstellation einer, sagen wir mal, angstgeprägten Gesellschaft beschreibt, aus bestimmten Gründen, die sich in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Und ich bin mir sicher, dass der Begriff Angst nicht zum letzten Mal fällt in der kommenden Stunde. Heinz Bude ist einer der Vor-, Quer- und Nachdenker dieser Republik geworden. Und hauptberuflich ist er Professor für Makrosoziologie in Kassel und auch Wissenschaftler am Institut für Sozialforschung in Hamburg. Herzlich willkommen, Heinz Bude. Dann zu meiner Rechten, muss man eigentlich auch nicht vorstellen, ich mache es trotzdem kurz, Robert Habeck, der hauptamtlich Minister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist, Minister für, ich gucke mal, ob ich es zusammenkriege, Landwirtschaft, Ernährung, Energiewende und ländlichen Raum, richtig? Umwelt. Ich dachte, das sei so die Oberkategorie für all dieses. Also dieses und ansonsten auch jemand, der grüne Debatte immer wieder bereichert, nicht nur mit fachpolitischen Überlegungen, sondern auch mit intellektuellen Impulsen darüber hinaus. Robert Habeck ist keine klassische Politikerbiografie, sondern hat lang als Autor, Schriftsteller gearbeitet. Vielleicht wirkt sich das auch irgendwie positiv auf seine politische Sprache aus. Ich habe den Verdacht. Herzlich willkommen, Robert. Wir fangen jetzt, bitte nicht stöhnen, nochmal ganz, ganz basal an und würden mit der Frage beginnen, die wir, ist versprochen, auch nicht vorgesprochen haben. Was sind es eigentlich für Kategorien, das Ökologische und das Soziale? Irgendwie ist es ja fast komisch, das so nebeneinander zu stellen. Aber ich will keine Antwort vorgeben, sondern übergebe sofort an Heinz Bude, um uns aufzuklären. Also ich fange mal mit der dritten Kategorie an, die gar nicht vorkommt, das ist die des Politischen. Und ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, Ralf Füchs hat das schon angedeutet,
wenn das Ökologische um die Frage des Überlebens sich dreht, ist es per se keine politische Kategorie. Denn politisch werden die Kategorien und die Überlegungen erst dann, wenn wir uns nicht mehr darum kümmern, wie wir überleben wollen, sondern wenn wir uns fragen, wie wir leben wollen. Und uns von dem Diktat des Überlebens abkoppeln. Das ist sozusagen altklassisch, alteuropäisch, Aristoteles. Wäre mir aber zu einfach. Ich glaube, dass die Einführung der Kategorie des Ökologischen im Zusammenhang mit den Sozialen in einen politischen Selbstverständigungsraum seiner Zeit zwei wesentliche Motive hatte. Nämlich erstens, dass es einen Komplex geben konnte, in dem man nochmal wieder über verallgemeinerbare Interessen reden konnte. Es war nämlich relativ schwierig geworden, in den Diskursen der Arbeiterbewegung oder der, wenn man so will, der konservativen Konsolidierungsbewegung nach 1945 zu sagen, können wir eigentlich einen Streit über verallgemeinerbare Interessen noch führen? Und da war es eine große Innovation zu sagen, da haben wir das Ökologische als ein Moment, wo wir nochmal über eine klare Orientierung über verallgemeinerbare Interessen haben. Der Begriff der verallgemeinerbaren Interessen ist übrigens ein Begriff des frühen Habermas. Das fand ich, ist ein wichtiger Punkt, es ist möglicherweise immer noch ein wichtiger Punkt. Lässt sich aus einer Kombination von sozialem und ökologischem sowas nochmal gewinnen, verallgemeinerbare Interessen. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist für eine Veränderung des Politischen, war die Einübung, was ich interessant finde in der Geschichte der Grünen, die Einübung einer bestimmten sozialmoralischen Sensibilität. Und diese sozialmoralische Sensibilität hatte was mit der Idee des Ökologischen zu tun. Unter der Hand war das auch so ein bisschen sozusagen, wie soll ich sagen, Thomas von Aquinhaftes hatte das. Weil man nämlich irgendwie die Idee hatte, dass man in der Natur, was immer das ist, Vorstellungen kriegen könnte, wie eigentlich eine gute Welt auch aussehen kann. Ja, also durch diese Einübung einer anderen Art von Sensibilität. Also Natur nicht als Unterwerfungssphäre, sondern als sozusagen Symmetriesphäre. Gibt es irgendwie im Französischen, letzter Punkt, dann bin ich fertig. So jemand, ich wollte nur dazwischen rufen, ja. Was ja irgendwie seltsam anmuten könnte, wenn man weiß, was die Metapher von Biologie und Natur so in anderen Ideologien angerichtet hat. Genau, aber das würde ich sagen, das stimmt, aber so jemand wie Bruno Latour sagt uns, lasst uns das mal einen Augenblick vergessen, sondern lasst uns darüber reden, was heißt es eigentlich, dass die Natur immer mitspielt in der Gesellschaft und wir nicht sagen können, also das kriegen wir alles hin, das ist Objekt unseres Tuns, sondern die spielt irgendwie mit. Und also diese beiden Motive finde ich interessant. Verallgemeinerbare Interessen und eine Art von Sensibilität. Jetzt taucht das Problem auf, das auch wiederum Hal Füchs schon gesagt hat, das ist möglicherweise ein Motivkomplex, der sich soziologisch, sozial relativ gut in einer Schicht von Privilegierten verorten lässt. Jetzt. Das ist eine bestimmte Gruppe von Privilegierten, die sich diese Sensibilität leisten können und sich immer wieder Gedanken über verallgemeinerbare Interessen machen können. Und die Frage ist, ist das überhaupt irgendetwas, was Resonanz in eine Mehrheitsfähigkeit der Gesellschaft haben kann? Das ist heute die Frage, um die es geht. Vielen Dank, Heinz Bude. Ich frage jetzt mal etwas spezifischer in den grünen Raum rein. Ich meine, weil schon Habermas zitiert wurde, sozusagen ein Synonym für Allgemeinerung geradezu in der Tradition ist Gerechtigkeit. Das sollte man mal festhalten. Gerechtigkeit heißt in dieser Tradition nichts anderes als unterschiedliche Interpretationen der Verallgemeinerkeit. Was ich Robert gerne fragen würde, mal ganz konkret, jetzt mit Blick auf grüne Programmatik, an der du ja auch nicht erst seit heute beteiligt bist. Wenn man etwa ins Grundsatzprogramm reinschaut, hat man diese als Aussage zu den Grundwerten eine Reihung, die lautet Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie, Ökologie. Jetzt könnte man ja irgendwie, und ich will jetzt keine Antwort nahelegen, sondern einfach mal das Bild sein und sagen,
Wenn Ökologie eher auch ein Thema ist, heißt das ja, dass es vielleicht sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Ökologie zu bestehen. Liberale, Linke, Kulturkonservative. Wie würdest du dieses Substantiv Ökologie jetzt als programmatischer Begriff verstehen wollen? Und wie verhält sich das eigentlich zum Rest in diesem Setting? Ich bin ganz froh, dass es jetzt heute Abend kein Substantiv ist. Eine der Dinge, die rückblickend auf den Wahlkampf 2012, der ja so mäßig erfolgreich war für die Grünen, auffallen, ist, dass da tatsächlich überhaupt Worte geredet wurde, während 2013 und 2009 war es davor, ist das richtig? Ja, da hatten wir noch eine verbale Sprache, also mitmachen, aktivieren und irgendwie sowas hieß das dann alles. Ne? Also, ich glaube, es war genau umgedreht. Ist es so? Nein. So war es gedacht. Ja? Es hieß jetzt Teilhaben, Einmischen. So, worauf ich hinaus will, ist bei der Frage. Kam aber scheinbar nicht. Doch, aber egal, vergiss es, dann habe ich es wieder falsch rum gemerkt. Aber ich will darüber jetzt gar nicht reden, sondern was du fragst, Peter, ist, glaube ich, und was auch heute Abend den Abend fundiert, ist der Strich dazwischen, ökosoziale Frage. Ist das eigentlich ein Trennstrich oder ein Bindestrich? Und ich glaube, wir neigen dazu zu glauben, es ist ein Bindestrich. Und deswegen ist das sozusagen eins, ökosoziale Frage, das hat ja Ralf Füchs auch gesagt, Gerechtigkeit kann man ohne Ökologie nicht denken, alles klar, ja, sagen wir so und plakatieren wir auch, aber ist ja nicht zwangsläufig so. Natürlich kann man Gerechtigkeit auch, wenn man wollte, ohne Ökologie denken, wir würden das nicht tun, aber wir setzen das quasi voraus und deswegen nehmen wir auch sozusagen das Soziale einfach mit im Kauf und das ist gar nicht anstößig. Na klar, was soll denn Ökologie sonst sein als auch die soziale Frage der Zukunft? Aber da steht ja eben die soziale Frage und nicht die ökokapitalistische Frage. Wäre ja auch denkbar gewesen, dass wir darüber diskutieren, tun wir aber nicht, weil wir dazu neigen, es als Bindestrich zu sehen und das finde ich auch richtig. Deswegen bin ich ja bei den Grünen und viele in dem Saal wahrscheinlich auch, weil das Soziale eben das, was wir mit Ökologie meinen, Aspekte mit beinhaltet und eben Ökologie tatsächlich wirklich nicht singulär gedacht werden kann, ohne soziale Verschiebungen oder Prozesse mitzudenken. Aber wenn es ein Problem gibt, und meistens haben wir so eine Veranstaltung die Grundlage, dass es ein Problem gibt, dann möglicherweise ist es der Bindestrich, der von anderen eben nicht so wahrgenommen wird. Und das, was wir so im Parteisprech automatisch in eins setzen, wird von anderen eben berechtigt oder unberechtigt als Trennstrich wahrgenommen. Und da fallen mir zwei Ebenen ein, die wir vielleicht versuchen sollten zu unterscheiden. Die erste ist, dass tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Basale, was geklärt werden müsste, und das hat Heinz Bude auch eben angesprochen, dass die Frage, sind die eigentlich gleichberechtigt nebeneinander oder gibt es ein Primat des einen über das andere, vielleicht zu stark, aus meiner Sicht zu stark beantwortet wird, ja, es gibt ein Primat des Ökologischen. Das ist ja, schwingt damit, sondern es gibt ein Recht der Natur, der Welt aus sich selbst heraus, was im Zweifelsfall, das ist ja dieser Überlebensgedanke bedeutet, dass alles andere nachrangig ist. Das macht mir schon philosophisch Probleme. Ich würde sagen, stärker argumentiert man und wahrscheinlich ist es auch, obwohl das vielleicht manchmal anstößig ist, stärker ist es auch politisch zu argumentieren, dass die soziale Frage, also das anthropozentrische, das Ausgehen, welchen Wert hat denn die Ökologie für die Gesellschaft, eigentlich die richtige Fragestellung ist. Und davon die zweite Ebene darunter, Trennstrich, na klar, in der harten Politik sind ökologische Lenkungswirkungen oder Einschränkungen häufig mit sozialen Nachteilen verbunden. Das ist aber vergleichsweise trivial, das aufzulösen, obwohl wir darüber immer Wahlkämpfe verlieren oder uns darüber an 5-Marx-Debatten und Veggie-Day dann die Haare ausraufen. Das kriegt man aber eigentlich viel leichter hin, wenn man das andere Verhältnis geklärt hat, meine ich. Vielen Dank, Robert. Ich will, um in die nächste Zündstufe unseres Gesprächs zu treten, vielleicht mal bei dieser Figur bleiben, Ökologie als soziale Frage. Das ist ja nicht ganz neu, das muss man auch nicht teilen, aber das ist ja eine interessante Strategie. Jetzt wäre meine Frage, zu der es morgen nochmal ein ganzes Panel gibt und die übrigens auch jetzt mal taktisch, glaube ich, außerordentlich wichtig ist.
Heinz Bude, bleiben wir mal im Hier und Jetzt in dieser Gesellschaft und nicht woanders, wo das wahrscheinlich naheliegend ist. Wie plausibel ist es eigentlich für die Wählerinnen und Wähler zu sagen, es gibt sozusagen eine starke soziale Betroffenheit in der ökologischen Frage, hier und jetzt? Ist ja ein motivationales Problem. Wenn es das nicht gäbe, dann müssen wir über advokatorische Politik reden, das tun wir auch gleich, aber mal sozusagen die unmittelbarste Frage, weil es gäbe ja eine Alternative, die lautet, wir können diese Betroffenheit so gar nicht adressieren und dann sind wir eben, um es soziologisch zu sagen, bei den feinen Unterschieden, nämlich Ökologie für die gehobene Mittelschicht in ihrem ganzen Distinktionsbegehren. Wie ist es mit den Betroffenheiten? Also ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Gerade durch die Energiewende kriegt das Ökologiethema einen Aufscheuchcharakter im Augenblick, wo viele Leute unruhig werden. Es gibt sogar Leute, die sagen, die ich relativ gut kenne, die ganz vernünftig sind, die sagen, die ganze Fokussierung auf die Energiewende hat zum Beispiel Reaktorsicherheitsproblematik in den Hintergrund treten lassen. Das ist ein Problem. Dem weiß ich nicht, aber die sagen. Oder es gibt die anderen, die sagen, okay, wenn Durchsetzung der Energiewende bedeutet, die Durchsetzung von anderen Einordnungen des sozialen Raums, in dem meine privaten Dispositionen berührt werden. Und noch schlimmer, wenn ich, sagen wir mal, 900 bis 1200 Euro netto im Monat verdiene, sage ich mal etwas unter uns gesagt, das geht mir alles am Arsch vorbei. Mich interessiert, ob meine Miete höher wird dadurch oder nicht. Und das ist jetzt im Augenblick ein Problem. Also, dass das Ökologische über eine Selbstverständigung der Gesellschaft einen großen Wandel herbeizuführen, Energiewende, zu einer Art von sozusagen stalinistischen Dimension plötzlich kriegt. Und viele Leute da ein bisschen abrücken, und zwar sowohl bei denen, die traditionell dem grünen Lager eh nicht besonders freundlich gegenüber gesonnen waren, also sozusagen Facharbeiter bis hin zu Leuten, denen es nicht ganz so, mehr so gut geht wie deutschen Facharbeitern, aber auch innerhalb dieser sozusagen relativ vermögenden Mitte, die irgendwie doch den Grünen doch zugeneigt hat bisher, zu sagen, ist das irgendwie alles noch, geht das eigentlich alles noch in einen Moment des Streites um das Bessere in der Gesellschaft oder ist das nicht einfach nur eine Vollzugslogik? Also steckt im Grünen die Tendenz zu einer Vollzugslogik und nicht mehr zu einer Streitlogik über die Einrichtung einer besseren oder schlechteren? Ich weiß, was Sie meinen, Herr Wude, aber ich würde ihm widersprechen. Und zwar sowohl in der Notwendigkeit wie auch in der eigenen Erfahrung. Die ökologische Frage ist ja nicht mehr, wie es eben noch im Vorspann hieß, in ferner Gegenwart da. Ja, ich bin auch für den Küstenschutz zuständig und ich gebe jedes Jahr 70 Millionen in Schleswig-Holstein aus, um die Deiche zu verstärken und begründe das. Und das sind Gelder, die gehen eben nicht in Kita, in Lehrerstellen und in irgendwas. Ich begründe das ganz offiziell mit ansteigendem Meeresspiegel und dem Klimawandel. Ich bin seit 3 Jahren Minister, wir hatten eine Jahrhundertsturmflut und 2 Jahrhundert Hochwasser und ein Jahrhundertsturm und die mit einer großen Wahrscheinlichkeit kann man vermutlich sagen, dass die Sicherheitslage, und das ist ja auch nicht ganz weit weg von uns, auch was mit Energieumschwingungen, Versorgung und mit klimatischen Verschiebungen jedenfalls davon berührt ist oder zu tun hat. Also von den Krisen in der Welt, der globalen Auseinandersetzung, die wir erleben, bis zu dem realen Leben der Menschen ist die ökologische Frage viel, viel, viel präsenter. Ja, das hat sozusagen auch derjenige, der nur 900 Euro verdient oder 1200, der auf dem Land lebt, will nicht neben einem Schweinestall von 10.000 Schweinen leben.
auch wenn er da arbeitet. Da will er leben, will er da nicht. Und er will nicht unter der Stromleitung leben und er will aber auch nicht mehr neben einem Kohlekraftwerk leben. Und in der Stadt wollen die Leute auch atmen können und Zugang zu Grünflächen haben und so weiter. Das ist ja alles da. Peter, lass mich noch einen Satz sagen. Aber Robert, okay, gerne, aber nur kurz nachgefragt, weil mir das total einleuchtet. Diese sozialen Betroffenheiten, die du gerade jetzt beispielhaft aufrufst, ist das auch sozusagen dann das Zentrum der Argumentation grüner Politik? Die Unterklasse, die an der lauten Straße wohnt, die Leute, die neben der Schweinemast wohnen, oder ist das nur ein Argument unter vielen? Oder das ist nicht zu beantworten oder heute nicht zu beantworten, ja, sondern erst wahrscheinlich in den nächsten anderthalb oder zwei Jahren. Ich will nur sagen, dass nun habe ich ja sozusagen ein Ministerium oder verantworte einen Politikbereich, der sehr viel mit Öko zu tun hat. Eigentlich ist alles, was ich mache, irgendwie im weiteren Sinne Öko, ein bisschen zur Reaktorsicherheit, die übrigens noch gegeben ist. Also so sicher, wie solche Dinge halt sein können. Was nicht gelingt, und da kommen wir vielleicht wieder zueinander, ist diese individuelle Betroffenheit, also die lebensnahe Betroffenheit, politisch umzusetzen und einen Diskurs darüber zu führen, was denn diese ökologischen Sorgen, Bekümmernisse mit den sozialen Fragen hier in Deutschland und in Europa zu tun haben. Also es wird wahrgenommen als Einschränkung meines Lebensbereichs, aber der Transmissionriemen in die Politik, der ist dann irgendwie, ja, entweder Bessermenschtum oder hedonistische Mittelklasse oder so weiter, aber es gibt sozusagen keinen oder einen immer enger gestellten Raum des Politischen in der Ökologie. Da ist es ein bisschen blöde, wenn man da als Grüner drüber klagt, weil man dann selber ja die Möglichkeit hätte oder die Verantwortung gerade dazu hat, diesen Raum wieder aufzusperren oder breit zu machen. Aber da, glaube ich, stehen wir. Es gibt eine hohe Betroffenheit, eigentlich eine hohe Relevanz der ökologischen Frage, habe ich eben in Stichworten angedeutet. Aber was in der Tat nicht gelingt, ist, dass aus der Individualisierung und Vereinzelung und der Lebensstilfrage rauszuholen, also das Politische daran, das ist in der Tat in den letzten Jahren unter die Räder gekommen. Ich würde in einem Punkt es doch noch mal zuspitzen. Ich glaube, wir sind uns alle relativ schnell einig, wenn man einen Augenblick nachdenkt, dass das große Thema der nächsten 30 Jahre nicht das Ökologiethema, sondern das Ungleichheitsthema sein wird. Ungleichheit wird die große Frage weltweit in den nächsten 30 Jahren sein. Weil wir dramatische Veränderungen haben, sowohl was die Angleichung von Lebensstandard zwischen Gesellschaften, da gleicht sich wahnsinnig viel an, und gleichzeitig geht ein Riss durch die jeweiligen Gesellschaften durch, weil die Ungleichheit in die Gesellschaften auf eine andere Weise wiederkehrt. Und jetzt kann man, wenn ich böse wäre, kann ich relativ schnell das Bild konstruieren. Die USA experimentiert heute sich als eine Gesellschaft ohne Mitte. Das heißt, es gibt eine Gesellschaft, wo es einen großen Bereich von Privilegierten und einen noch größeren von Unterprivilegierten gibt. Und die stoßen direkt gegeneinander. Gibt es keine ausgleichende Mitte mehr dazwischen. Und der Ort, wo man da sehen kann, sind die wunderbaren organischen Supermärkte in Kalifornien. Da gibt es diejenigen, die da kaufen können. Wunderbar. Man kann wirklich ganz toll da kaufen. Wirklich. Ich finde es klasse. Und es gibt diejenigen, die ihnen die Tüten einpacken, die quasi das alles nur erleben, dieses Bewusstsein, als ein Bewusstsein eines privilegierten Lebensstils. Und sie sind die Unterprivilegierten und haben damit höchstens als Serviceklasse etwas zu tun, aber mit sonst nichts mehr. Das war, glaube ich, der Punkt, den du, wenn ich es mal etwas weiter fasse. Das ist meine Frage, wobei ich noch mal an einem Punkt nachhaken will. Habeck sagt, das, was früher als Fernhorizont-Frage, also als Fernhorizont von Moral und Politik beschrieben wurde, sickert langsam ein. So. Jetzt war ja, und diese Frage muss ich, bevor wir weitergehen in der Diskussion, nochmal stellen. Vielleicht liegt ja die Wahrheit irgendwie dazwischen, dass man sagt, okay, natürlich kommen die ökologischen Probleme näher, aber dennoch sind sie hier und jetzt in vielerlei Hinsicht noch nicht nah genug. So. Jetzt war ja ein absolut prägendes Mittel in der Gründungsphase oder von Gründungsvätern
Müttern gab es da, an die, die ich jetzt denke, weniger, aber das ist vielleicht auch gut, weil ich das problematisch sehe, gab es ja eine ganz starke Figur der Angst. Hans Jonas nannte das Heuristik der Angst. Argument, da wir Probleme haben, die Eigenbetroffenheit der Wählerinnen und Wähler plausibel zu machen, müssen wir sozusagen auf diese Motivation der Angst zurückgreifen. Angst vor Katastrophe, Angst vor einer Zukunft, die wir nicht wollen. Wie ist denn das mit dem Fortschritt in der Angst in der ökologischen Frage? Die Frage müssen Sie uns beantworten. Okay. Die ist relativ leicht zu beantworten, da ist die Angst raus. Und das kann man an einem semantischen Sachverhalt sich klar machen, nämlich der Wandel von der Klimakatastrophe zum Klimawandel. Wir alle, wenn ich so rumgucke, wir sind alle noch in einer semantischen Welt von Klimakatastrophe aufgewachsen. Jetzt sagen wir aber alle Klimawandel. Warum? Weil wir wissen, vieles ist schon passiert, lässt sich eh nicht mehr rückgängig machen. Ist alles schon passiert. Da können wir machen, was wir wollen. Lässt sich vieles, kann man gar nicht mehr rückgängig machen. Was man machen kann, ist jetzt eine vernünftige Adaption, eine gesellschaftlich vernünftige Adaption an den Klimawandel hinzukommen. Und das ist eigentlich eine Abkehr von der Idee der Angst. Also die Angst, als sozusagen, dass die Welt untergeht, spielt, glaube ich, im ökologischen Diskurs im Augenblick keine Rolle mehr. Die Angst ist eigentlich eine gesellschaftliche Angst, ist keine ökologische Angst mehr. Auch da komme ich am Ende wieder zu Ihnen, aber würde ich trotzdem widersprechen wollen. Im Konkreten ist Politik extrem angstbestimmt oder angstgetrieben, sicherlich auch im Sozialen, also Abstiegsängste und Angst, dass das Gymnasium abgeschafft wird und Angst, dass man mit lauter Leuten mit Migrationshintergrund seine Kinder auf die Schule schicken muss, was immer sozusagen da ist. Fukushima und Baden-Württemberg. Um bei Ökologischen zu bleiben, Fracking, Angst vor Stromtrassen, Angst vor Windkrafträdern, ist alles da sozusagen und Angst vor Pestiziden im Acker oder im Wasser oder Nitrat im Wasser, Angst vor Nitrat, vor Antibiotika im Fleisch. Das ist, also das kann ich ja sozusagen an den E-Mails sehen, die mich erreichen, wie dominant das ist. Aber auch da, wieder der gleiche Punkt wie vorhin, ist die Angst immer individualisiert auf das Konkrete. Es gelingt auch daraus nicht eine, sozusagen aus die Menge der Bürgerzuschriften, die mich in all diesen Fällen da erreicht, gibt keine konsistente keinen politischen Entwurf. Und da haben Sie wahrscheinlich recht, dass ein politischer Entwurf, der in dem Sinne angstgetrieben war, wie ich sozusagen politisiert wurde und hier wahrscheinlich viele im Raum nach Tschernobyl oder der Pershing 2, den Pershing 2-Beschlüssen, also Angst, dass sozusagen alles umsonst ist, das ist nicht mehr da. Und das ist wieder sozusagen, ich komme immer zu dem Punkt, das ist dann auch irgendwie Aufgabe der Grünen. Ich finde es ja falsch, eine Politik immer nur auf Ängsten aufzubauen. Aber diese Vereinzelung sowohl im Ökologischen, im Positiven, also welche Landwirtschaft, welche Ernährung, welche Form von Naturerlebnis sozusagen wollen wir uns noch gönnen in Zukunft oder uns erhalten, wie auch welche Ängste oder welche Sorgen wollen wir in Zukunft nicht mehr haben oder immer nur in der Vereinzelung zu lassen. Das beides sozusagen läuft immer darauf hinaus, dass man sich in seinen Garten zurückzieht oder selber sein Gemüse anpflanzt oder sich in den Supermarkt begibt und sagt, ja, dann kaufe ich eben ökologisch ein oder ernähre mich vegan. Das ist ja alles nicht falsch, aber es ist eben noch keine Politik. Und es gelingt, es muss gelingen, das aus dieser sozusagen aus dieser Hedonismus-Ecke rauszuholen. Es muss aber auch gelingen, aus der Sorge von Ängsten mal eine konsistente Politik zu machen. Also gegen Atomkraft sein, gegen erneuerbare Energien sein, gegen Kohle sein und gegen Stromtrassen sein, aber sein Handy aufladen wollen, das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, das ist sozusagen die Rolle des Politischen und das ist sozusagen die zweite Ebene, die ich versucht habe einzuziehen. Da leben wir in einer Zeit, die sich irgendwie in diesen diffusen Punkten eingerichtet hat und es gelingt nicht, einen Diskurs zu führen, der den Transmissionsriemen ins Politische herstellt. Wo wollen wir eigentlich hin in Deutschland? Also was ist denn eigentlich der Plan von Deutschland in 10 Jahren und in Europa gerne auch? Das würde ich auch gerne wissen wollen. Und dann wurschteln wir alle so vor uns hin und Merkel hat gute Umfragewerte und das reicht ja dann eigentlich für die Gegenwart. Aber das reicht eben nicht in Wahrheit, um wirklich das Eisen mal zu schmieden. Würde ich das jetzt richtig so interpretieren, dass die Grünen eigentlich in aller Ruhe und aller Freundlichkeit sagen müssen, ihr wollt euch alle individuell retten, aber bitte,
Es geht nicht. Wir können uns nur gemeinsam retten. Also diese Idee, also jetzt, das kann man an dem Meeresspiegel. Also Sie alle kennen Klaus Leggewie. Wenn ich den treffe, sagt er immer, na, glaubst du jetzt, dass der Meeresspiegel wirklich steigt? Weil ich immer sage, ach, so richtig glaube ich das gar nicht. Dann geht ja Holland unter. Ja, ja, das stimmt. Holland wird untergehen in weiten Teilen. Und genau, aber es gibt aber zum ersten Mal, ich bin ja an der Uni in Kassel, habe ich jetzt festgestellt, ist im Kasseler Umland Holländer sich Immobilien anschaffen. Gut, aber die Frage hatte ich mir eigentlich fürs Ende aufgehoben, weil das natürlich nochmal genau... Holland in Not. Die Frage hatte ich mir eigentlich fürs Ende aufgehoben, aber weil wir gerade dabei sind, würde ich sie doch gern jetzt schon stellen, weil in gewisser Weise sind wir ja an dem Punkt, mit dem Robert jetzt angefangen hat, schon an der Frage Ökologie, Demokratie. Ja. Jetzt wäre meine Interpretation die, dass die Grünen eigentlich, oder es geht ja jetzt auch gar nicht nur um die Grünen, sondern überhaupt um dieses grüne politische Milieu eigentlich doch eher einen relativ starken Begriff von öffentlichen Institutionen und auch von neuer Staatlichkeit hatte, so würde ich das mal beschreiben. Jetzt haben wir gleichzeitig unter der Führerschaft von Harald Welzer ja doch in den letzten Jahren eine ganz enorme Renaissance dieses alternativen Rückzugs in die Lebensform, der übrigens, Robert, aus meiner Wahrnehmung nicht unbedingt individualistisch ist, aber er ist in jedem Fall anti-institutionell. Also das ist ja schon eine kommunitaristische Idee, das ist ja nicht dieses Do-it-yourself, in der neoliberalen Variante, sondern das ist ja so ein Do-it-yourself in der subsidiären Variante. Wenn wir jetzt hier einig wären, dass das ein Problem ist, weil das eigentlich der Exodus aus dem institutionellen Arrangement und eigentlich aus der demokratischen Verständigung ist, wie sollen denn da Heinz-Bude-Parteien damit umgehen? Man kann ja das nicht einfach ignorieren. Nein. Ich glaube, dass das sogar ich sehe zwei ganz konsequente Wege, deren Ursprung im Begriff der Emanzipation liegt. Und der eine Weg ist immer schon Exodus gewesen. Exodus ist immer ein Weg von Emanzipation gewesen. Zu sagen, diese Welt, wie sie jetzt ist, es ist sozusagen sowieso keine Welt, wo es sich lohnt, richtig zu leben. Wenn ich ein richtiges Leben führen will, muss ich irgendwie, jedenfalls methodisch, einen Exodus-Gedanken haben. Das ist die eine Linie. Die andere Linie ist, die aus dem Begriff, aus den Emanzipationsdenken kommt, ist Stellungskrieg. Exodus oder Stellungskrieg, das war immer die Frage. Stellungskrieg heißt, man muss Schritt für Schritt Stellungen erobern. Schritt für Schritt versuchen, aus Stellungen wieder ein Fenster aufzumachen oder eine Tür besser aufzumachen. Und ich glaube, es ist interessant, dass für die Grünen beide Positionen innerhalb der Grünen vorhanden sind. Es gibt die Exodus-Fraktion und die Stellungskriegsfraktion bei den Grünen. Und das ist eigentlich ganz gut, dass es die beiden gibt. Wichtig ist nur, dass, glaube ich, die Frage, und das ist jetzt, glaube ich, der Punkt dabei, dass diese, wenn man es ins Politische wendet, dass das nicht nur als eine Frage des Überlebens angesehen wird, sondern als eine Frage von Strategien der Emanzipation. Also zu sagen, ja, wenn ich ein richtiges Leben führen will, heißt das möglicherweise auch mit Welzer, der nun vielleicht gar nicht so drauf ist, aber zu sagen, nein, in dieser Welt können wir vielleicht Public Gardening machen, da können wir irgendwelche anderen Dinge machen, aber das ist nicht mehr sozusagen eine Welt, in der ein Leben experimentiert werden kann, das den Ansprüchen auf Emanzipation genügt. Oder die anderen, die sagen, nur in dieser Welt ist Emanzipation möglich. Wir müssen, jenseits des Stellungskrieges gibt es keine Möglichkeit, Politik. Ja, es gibt wahrscheinlich noch andere Formen der Kriegsführung als Stellungskrieg. Ich weiß nicht, vom trojanischen Pferd bis zu, ich weiß auch nicht, aber die Frage, die Sie stellen, ist richtig, glaube ich, die ist auch zulässig für die Grüne Partei. Und das ist ja eine Frage, die wir in anderen Gremien dauernd diskutieren. Wollen wir eigentlich 10% haben oder mal 12%? Oder warum
ist es inakzeptabel, dass 90% uns nicht wählen. Ja, also das ist ja sozusagen, überall findet man das ehrlicherweise als Reinheitsdiskurs oder als Frage, wie volksparteilich wollen wir eigentlich werden. Wenn ich jetzt hier meine Wahrheit aufpacken soll, ich habe kein Problem damit, von möglichst vielen Leuten gewählt zu werden, sonst wüsste ich nicht, warum ich Wahlkampf machen soll. Das ist natürlich dann sozusagen, das hat einen Preis natürlich. Ne? Es ist dann eher ein reformistischer oder evolutionärer Ansatz, als in Schönheit seine Burg zu halten, sozusagen. Das ist richtig, aber die heute Abend können wir ja so ein bisschen eine andere Diskurshöhe einnehmen. Dahinter verbirgt sich im Grunde die Frage, ist die ökosoziale Frage, die als Erweiterung der ist das Öko als Erweiterung der soziale Frage zu intonieren, das wäre nach meiner kleinen Logik dann die Möglichkeit, jedenfalls perspektivisch aus der Exodus-Strategie rauszukommen. Das wäre anschlussfähig an einen Diskurs der Moderne seit der deutschen Aufklärung, und zwar als Korrektiv von Fehlentwicklung einer industrie- und kapitalgetriebenen Gesellschaft muss es Bereiche geben und gibt es Bereiche, die einen vollen Wert von reichhaltigem Leben ermöglichen, und die sind sozusagen sowohl postmateriell wie schwer einzupreisen in eine nur Verteilungsgerechtigkeit. Aber sie sind eben Teil des Diskurs der Moderne und sind deswegen in Bezug zu setzen zu Freiheit, Selbstbestimmung, Aufklärung und auch Fortschritt. Oder man beantwortet es eben andersrum, das wäre dann wahrscheinlich die 8-10% Variante, dass man sagt, nein, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Das wäre gleichzusetzen mit, es gibt ein überbordendes Recht von Natur und Öko und Welt, und das ist sozusagen jeder Form von anderem Diskurs überlegen. Das ist eine ontologische oder ontische Variante. Ja? Also es gibt ein Recht, das muss nicht erklärt werden, das muss auch nicht angeschlossen werden, man muss auch nicht argumentieren, warum es sinnvoll ist, bestimmte Formen und Umsteuerungen und Lenkungsprozesse zu machen. Da bin ich dann bei Ihnen, und ich würde sehr dafür werben, dass die Grünen sich auf den Weg zur 90%-Partei begeben. Ah ja, sagen wir mal. Robert, wer will dem widersprechen? Ich meine, ich hätte jetzt spontan gesagt, das Gegenteil von Exodus oder die Alternative zu Exodus ist Kritik. Zu Exodus, zum Auszug. Ja, das war ein Scherz. Ja. Und zwar deshalb, weil der Preis des Exodus ist ja, dass man sich abwendet. Aber wie will man sich in dem Modus der Abwendung eigentlich noch kritisch zuwenden, sich in ein kritisches Verhältnis setzen zum Fortschritt sozialen Institutionen, ökologischen Institutionen und so weiter. Ich würde jetzt ganz gern mal diesen letzten Faden aufnehmen und mal konstruktiv jenseits des Exodus fragen. Wie ist es eigentlich mit den ökologischen Steuerungsinstrumenten? Jetzt wird es etwas konkreter. Die Grünen haben ja jetzt, gucke ich erstmal zu Robert rüber, unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt mit Ansätzen ökologischer Politik, Ordnungspolitik, Verbotspolitik, appellatorische Politik. Und Politik ist immer ein Mix aus allem, das so viel steht sowieso, glaube ich, mal fest. So. Könnte es sein, dass die Grünen oder grüne Politik, überhaupt ökologische Politik, gerade in der Falle steckt, weil sie keine Antwort hat auf die sozialen Konsequenzen oder auf den Ausgleich der sozialen Konsequenzen ihrer ökologischen Forderungen. Man hat deutliche Energiepreiserhöhungen vorgeschlagen, man hat vorgeschlagen, Kerosinsteuer, Flugkosten erhöhen, man hat einen Veggie-Tag vorgeschlagen. Aber was man irgendwie, ob zu Recht oder zu Unrecht, nicht so richtig beantwortet hat, was sind eigentlich die sozialen Konsequenzen solcher Preispolitiken und wie geht man damit um? Also wir sind verunsichert, das würde ich schon sagen. Wir wollen keine Verbotspartei sein, aber Ralf Füchs hat es ja gesagt, wir wollen irgendwie auch, oder wir sind sehr zögerlich, durch Marktsteuerung, Verteuerung von bestimmten Formen voranzugehen. Das eine gilt dann für alle, ja, Verbot ist dann ja sehr egalitär, keiner darf es mehr machen, wenn man sich dran hält, und das andere ist dann so ein bisschen Umverteilung, und dann laufen wir in das, was Heinz Bude gesagt hat, in dieses, ja, man muss es sich leisten können, sich politisch korrekt zu verhalten.
wenn man die andere Debatte gewinnen kann, wenn es wieder einen Raum des Politischen für die ökosoziale Frage gibt, dann glaube ich, ist die, müssen wir da, können wir da relativ gleichgültig sein und sagen, wir brauchen beides. Also ich habe ja nun zwei Meere vor der Haustür. Mikroplastik ist ein Riesenproblem. Wer braucht Mikroplastik in der Zahnpasta? Von mir aus können wir das morgen verbieten. Da müssen wir auch nicht lange fackeln. Das braucht die Welt nicht. Andererseits habe ich gerade, ja, ich habe auch sau viele Anträge zu Firmen, die Öl wahrscheinlich fracken wollen. Jedenfalls ist das nicht ganz klar. Das ist rechtlich nach bestehender Lage kaum möglich, das zu verhindern, solange das Bundesbergrecht sich nicht ändert. Egal, andere Diskussion. Wir haben den Erdölförderzins auf 40% draufgesetzt, jetzt geben sie alle ihre Lizenzen zurück. Musste ich gar nicht verbieten, ich sage nur, naja, wird eben ein bisschen teurer, ist ja ein Rohstoff, den er weiß, wofür wir den später brauchen. Also beides funktioniert, beides kann man anwenden, so wie es gerade hilfreich ist. Man muss nur den Diskurs gewinnen. Und was mich am meisten umtreibt, und da glaube ich, ist das Hauptspielfeld und für die Grünen jetzt, und das ist auch das, wo man, glaube ich, Debatten gewinnen kann, da wo Gelder ja schon ausgegeben werden, aber keine Lenkungswirkung entfalten. Also es ist ja richtig, dass neue Belastungen sind irgendwie unattraktiv, wer will schon gerne mehr Geld ausgeben, aber im Bereich der Landwirtschaft geben wir 5 Milliarden in Deutschland für die erste Säule aus, also undifferenziert, ohne Lenkungswirkung. Das Geld steht im Grunde einer ökologischen Politik ab 2020 zur Verfügung. Die Mehrwertsteuer hatte in der Aufstellung, wie sie jetzt hat, ja wohl mal eine Idee von sozialer Komponente, hat sie heute in dem Sinne, meine ich, nicht. Die dafür angeführt, die Energiesteuer, die wir gemacht haben, als der Anteil der Erneuerbaren bei geringsten Margen war, also Energieverbrauch wird teurer und Arbeit wird entlastet, hat in dem Sinne, wie wir es heute brauchen, auch keine Lenkungswirkung mehr. Also eine Ökosteuer 2.0 könnten wir uns auch zumuten, die dann eher am CO2-Preis ansetzen. Wenn man sich in Europa anschaut, wer eine CO2-Steuer hat, fast jedes Land, wir sind fast das Einzige, das es nicht hat, das könnte man alles machen und dafür sozusagen aufkommensneutral Gelder zurückgeben, also in Bevölkerungsgruppen jedenfalls keine Mehrbelastung machen und trotzdem ökologische Lenkungswirkung entfalten. Das kann man alles machen, rennt aber im Moment in jede Diffamierungsfalle rein, weil man die Diskurshoheit im Moment nicht hat. Und das liegt wiederum daran, dass es diesen Rückzug in, du sagst, ins Kommunitaristische oder ich habe das Individuelle gesagt, Heinz Bude sagt, in den Bioladen gibt oder ins Urban Gardening oder so etwas. Warum soll man das nicht machen? Ich kaufe da ja auch ein. Aber das ist sozusagen nicht genug, um einen politischen Diskurs zu gewinnen. Sonst bleibt das eine Nischenpolitik. Wenn man die aber mal knackt, und das ist letztlich, das müssen wir einfach herstellen. Das ist unsere, ich beschreibe gerade die Aufgabe für die Grüne Partei. Dann gibt es jede Menge Raum, ökologische Lenkungsszenarien zu entwickeln, die die soziale Frage im Sinne von Einkommensverteilung oder Vermögen entspannt beantworten lassen. Also ich kaufe in diesen Läden nicht gern ein, ich kaufe aber trotzdem drin ein. Warum kaufe ich da nicht gern ein? Weil ich großer Fan des öffentlichen Raums bin, sozusagen der Eckkneipe. Und die findet man zumindest in meinem Bioladen nicht. Das ist genau, wie Sie beschreiben, natürlich ganz krass sozial segregiert. Dennoch könnte man ja sagen, Heinz Bude, dass die soziale Seite, die sich in der Preispolitik oder in ökologischer Steuerung ausdrückt, eigentlich nur das reproduziert, was eh schon da ist, soziale Ungleichheit. Dann ist es sozusagen zwar vielleicht nicht schön, aber es ändert eigentlich nichts. Oder würden Sie sagen, dass sozusagen eine ökologische Preispolitik zum Beispiel eigentlich diese soziale Spaltung noch befördern könnte? Also wie kriegt man das irgendwie ins Gleichgewicht? Also wenn wir sozusagen, man könnte jetzt ganz vernünftig sein von den Grünen und sagen, wir befinden uns in einer langfristigen Veränderung in dem Wachstumsmodus von extensivem auf intensives Wachstum. Und die ganze grüne Agenda passt zum Modell des intensiven Wachstums. Nicht? Also sozusagen das einzelne Produkt wird wichtiger und muss in seiner, wenn man so will, ethischen Klarheit, die gleichzeitig aber auch marktfähig ist,
bedacht werden. Dann, und das waren in vielen Teilen die Grünen, dann sind sie eigentlich eine Partei einer avantgardistischen Gruppe des intensiven Wachstums in unserer Gesellschaft. Dann ist sie die Partei derer, die in den Ingenieurspositionen da tätig sind in dem Bereich. Das sind die, die Bereich die Handelslogiken auf der Ebene entwickeln und so weiter und so weiter. Elektromobilität und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen das ist das Ding. Die Grünen tun sich schwer, und das ist jetzt der Punkt, wenn ich es mal in einem sozialdemokratischen Jargon sagen wollte, Schutzmacht zu sein. Schutzmacht für wen denn? Also Schutzmacht der kleinen Leute sind die Grünen definitiv nicht. Diese Frage ist nicht ganz unwichtig, wie man jetzt diesen sozialen Auftrag der Grünen definiert, weil am Ende man natürlich die Wahlentscheidung auf der Basis von altersmoralischer Korrespondenz tätigt. Ich wähle nicht die Leute, die meine Interessen vertreten, sondern ich wähle die Leute, die meine Interessen vertreten, das in einer Weise tun, die etwas mit meinem Leben zu tun hat, um es mal simpel zu sagen. Die Leute wähle ich. Und die Frage ist jetzt, das ist eine strategische Entscheidung. Die Grünen können sagen, nein, wir bauen eigentlich den Keil der avantgardistischen Vernunft weiter aus. Intensives Wachstum. Und wir holen die Gruppen, die daran beteiligt sind, bis hin zu den Ingenieuren, die in der IG Metall organisiert werden, die holen wir da rein. Oder wir sagen, die Grünen bekennen sich dazu, dass sie im Bereich der sozialen Mobilisierung eigentlich ihr Vorstellungsvermögen verloren haben und nochmal ganz neu ansetzen müssen, auf welche Gruppen hören wir eigentlich, die uns unseren Anliegen und dem, was uns wichtig ist, vielleicht folgen können und dann auch überlegen müssen, heißt nicht soziale Veränderungspolitik immer auch, das ist jetzt der Kern, die Frage, Schutzpolitik. Und Schutzpolitik für wen? Bisher habe ich das von den Grünen nicht gehört. Ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich programmatisch, strategisch klug wäre, das zu tun. Ich glaube auch, dass sie uns gerade eine Falle stellen, die ich gar nicht reintappen möchte, dieses Entweder-Oder. Politisch strategisch gesprochen ist die Aufgabe, meine ich, eine ganz andere. Ich habe es jetzt schon 3 oder 4 Mal angedeutet, nämlich das Politische wieder zuzulassen oder einzufordern oder herzustellen. Und dann wird sich die Gesellschaft schon für oder gegen einen entscheiden. Aber es muss ja einen Raum geben, die Sachen, die wir heute auf relativ hohem Abstraktionsgrad diskutiert haben, auch mal von Maybrit Illner bis zur FAZ zu platzieren. Und das ist sozusagen meine Frage an Sie, wenn ich das hier dem Moderator mal machen darf. Sehr gerne. Die Gesellschaft der Angst, also Ihr Buchtitel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die These, dass so eine Art Neoliberalisierung des Individuums stattgefunden hat. Ja, man unterwirft sich sozusagen dem Arbeitsrhythmus und zwingt sich in die Konkurrenz mit seinen Jahrgangskohorten, aber auch seinen Nachbarn und so weiter und so weiter und merkt aber irgendwie, dass das ein dünnes Eis ist. Es läuft mal ganz gut und mal ganz schlecht, aber es wird letztlich akzeptiert, dass viel von einem verlangt wird und die Sicherungsnetze sozusagen nicht laufen. Das passt ja ganz gut zwar nicht zu meinem Lebensgefühl, aber zu der Diagnose, dass es ein Diskursraum, wo man sozusagen über seine eigene Befindlichkeit, und die nimmt ja die ganzen Ängste, die ich jetzt genannt habe, vor ökologischen Problemen, ja, Fracking und Stromleitungen, die nimmt es ja mit auf dazu. Aber wie sind denn die Leute da reingeraten? Das ist meine Frage. Und gibt es nicht eine Antwort darauf, und die liegt eher bei dem, was wir heute Abend diskutiert haben? Also wenn man sozusagen eine Gesellschaft des Optimismus sozusagen versucht herzustellen, gelingt es dann nicht über einen wertebezogenen Diskurs? Ist es nicht einfach letztlich inakzeptabel, dass wir uns alle darauf zurückdrängen lassen, dass wir in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserer Imperfektion, in unserer Müdigkeit, in unserem Konkurrenzleben sozusagen, das soll unser Leben sein? Das ist ja sozusagen, gerade weil es so schon in der Beschreibung erbärmlich klingt, muss doch eigentlich im Hinterkopf sozusagen der Wunsch nach übergeordneten Sinnerzählungen im Jargon der Böll-Stiftung oder Zusammenhängen sein. Und kann man das nicht sozusagen abrufen und münzen auf eine Form von
von Gemeinwesendiskurs oder ich würde vielleicht sagen sogar Staatlichkeit oder Republikanismus, wo dann Raum für solche Fragen ist. Und diese Debatte, die würde ich versuchen aufzumachen, zu gewinnen. Und dann ist die Frage mit, für wen sind wir Schutzmacht und wollen wir die Ingenieure oder wollen wir die Ökobauern haben, eigentlich auch egal. Ja, beide natürlich, sonst kriege ich ja niemanden in 90%. Das wär in der Tat ein interessanter Punkt, wenn die Grünen sagen würden, wir konstatieren diese Tendenzen von Erschöpfung und Verbitterung in unserer Gesellschaft und wollen dagegen eine andere Idee von Zusammenleben stark machen. Das heißt aber, es braucht einen starken kollektivierungsfähigen, sagen wir eine starke kollektivierungsfähige Semantik. Die gab es im Ursprung der Grünen. Ich habe nämlich noch mal bei Opelka nachgeguckt heute. Dachte, da muss ich mir noch mal gucken, was hat denn der so alles geschrieben und so. Und interessanterweise gab es ganz früh eine ökosoziale Ausformulierung des Begriffs der Solidarität. Die gab es. Genau. Und das ist eigentlich ganz interessant bei aller Problematik. Wir waren uns einig, dass es auch ein bisschen problematisch ist. Aber es ist eine interessante Überlegung zu sagen, und deshalb habe ich mit eben auch gerne, wollte ich auch auf den Begriff der Emanzipation auch nochmal zurück. Gibt es eine Idee der Emanzipation aus den Grünen heraus, jenseits der Vorstellung, wir müssen dies und jenes tun, sonst gehen wir unter, oder diese und jene Ansprüche müssen erfüllt werden? Heißt Emanzipation nicht auch der Bezugspunkt von Emanzipation in der Tat, dass die Grünen sich als eine Partei verstehen, wo Lebensentwürfe jenseits von Erschöpfung und Verbitterung sozusagen ihren Ort haben und zu sagen, und zwar in einer Weise zu sagen, also der Grundsatz jeder Solidarität ist ja ganz einfach, der heißt, du bist nicht allein. Ne? Mhm. Das ist das Prinzip. Solidarität heißt immer, du bist nicht allein. Und heißt sozusagen, und das war ja der Ausgangspunkt, können die Grünen ernsthaft eine Botschaft bei den Emanzipationen, auch wieder der Übernahme, ich würde den Begriff der Emanzipation wieder hinnehmen und sagen, nee, es geht uns um mehr als um Überleben, es geht uns um mehr als um die Veränderung von extensivem zu intensivem Wachstum, sondern es geht uns immer auch um Emanzipation. Nur dann muss man auch den Streit innerhalb der Partei um die Frage der Emanzipation ermöglichen. Denn es gibt keine Schablone der Emanzipation, wenn man die Frage so stellt. Es ist vor allem interessant, dass in der grünen Programmatik dieser Emanzipationsbegriff, Selbstbestimmung etc. ja an vielen Stellen vorkommt, aber in den Ökologiekapiteln so gut wie gar nicht. Ja, das ist sozusagen rein sprachlich eine nicht ganz zufällige Beobachtung. Wenn man in die Ursprünge der Ökologiebewegung geht, war das ja doch eher sehr skeptisch gegenüber diesem emanzipatorischen Fortschrittsgedanken, was ja nicht heißt, dass es so bleiben muss. Ihr Lieben, ich wusste, dass es am Ende nochmal um die letzte aller Fragen gehen wird, nämlich den Sinn. Und um das jetzt nochmal etwas spannend abzuschließen, würde ich doch noch gern ein letztes Mal, und das ist jetzt einfach nochmal eine Abschlussfrage, darauf insistieren, dass auch diese Sinnfrage sich für das exkludierte neue Proletariat vermutlich sehr, sehr anders stellt als für den wohlstandsverdrossenen Bildungsbürger. Deshalb noch einmal die plakative Frage: Wie kriegen wir das hin, dass der Bioladen zur Eckkneipe wird, wo sich alle treffen? Das scheint mir doch irgendwie unter dem Gesichtspunkt von gesellschaftlicher Inklusion das stärkste Bild. Robert, wie geht es? Also erstens glaube ich, dass die Frage, die wir jetzt hier diskutieren, zwar, und das macht mich dann wieder ein bisschen stolz, bei den Grünen gerade virulent ist. Wir kommen um die Entscheidung, die Hans Wudo uns aufgedrückt hat, nicht herum, als Partei nicht herum. Jedenfalls, das kann man ja alles immer korrigieren, aber das ist sozusagen das Unentschiedene oder das Ungeklärte, was wir klären müssen. Wie ich das klären würde, habe ich ja klar gesagt. Aber Deutschland und Europa kommt um die Entscheidung auch nicht drum herum. Also diese Debatte nach Sinn, die würde ich gerne auch mal von Frau Merkel und von Herrn Gabriel beantwortet haben. Und das ist eben beides. Natürlich ist es die soziale Frage,
als starker... Robert, dass Merkel die Sinnfrage beantwortet, würde ich nicht mehr erwarten. Das, ja, aber das ist ja sozusagen, es ist ja kein Zufall, dass Merkel so erfolgreich ist und wahrscheinlich auch keiner Politik, sie in diesem die Rahmen hier sie sozusagen unsympathisch und irgendwie langweilig oder so findet. Das ist ja alles schon überhöht und weg, weil es so gut zu dieser Zeit passt, die wir gerade beschrieben haben. Aber dass die wiederum ist keine Antwort auf die ökosoziale Frage. Das kann man akzeptieren und sagen, okay, dann richten wir uns in der Gegenwart ein und machen so, wie es so kommt, die geben wir Antworten und die müssen auch heute nicht mehr auf das passen, was wir gestern gesagt haben. Ist ja Latte, Hauptsache es ist irgendwie kommod. Dann, das ist eine schlechte Nachricht für eine Politik oder auch letztlich für eine Daseinsberechtigung fast, wie ich sie mir vorstelle. Aber klar, das ist eine zulässige Möglichkeit und dann wird man sehen, wie lange das gut geht. Okay. Aber das, worüber wir heute sehen oder geredet haben, fordert ja mehr ein. Fordert ja sozusagen auch den immateriellen Wert von Leben ein, eben auch als Sinnerzählung. Und das ist, glaube ich, trivial auch für jeden, dass es ja sozusagen nicht nur erreicht, zu sagen, ich will mein Sparbuch gefüllt haben, sondern irgendwie will man doch auch mit sich selbst einigermaßen im Reinen sein, mit seinem Leben. Das wird jetzt aber jetzt ein bisschen, entweder wird es philosophisch oder Poesiealbum. Aber dass das da ist, das ist ja doch gerade, weil es alles andere unbefriedigend ist, das ist doch, glaube ich, unstrittig. Und früher oder später, meine ich, bricht das weg. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es eher früher wegbricht. So, und wie kommt der Bioladen in die Eckkneipe? Vermutlich nicht. Und das ist sozusagen die Frage vom Bindestrich, indem man darauf wartet, dass die Eckkneipe ökologisch wird. Ja, das ist die grüne Hoffnung, aber wahrscheinlich muss man sich sozusagen so dreckig machen, dass die Eckkneipe und das Bioladen muss zur Eckkneipe. Der Bioladen muss zur Eckkneipe werden. Ich kann das zwar nicht jetzt sagen, wie es genau geht, ja, aber du musst sozusagen, dafür haben wir Heinz Bude hier. Du musst sozusagen dieses Bild schaffen. Ja. Also ich glaube schon, dass die Grünen, weil sagen wir es mal sehr schematisch. Angela Merkel ist so wahnsinnig erfolgreich, weil sie ein wunderbares Regime der ewigen Gegenwart für uns ermöglicht hat. Und dieses Regime der ewigen Gegenwart hat unter der Hand zu einem ungeheuren ökonomischen und politischen Erfolg Deutschlands in Europa beigetragen. Jetzt, auch angesichts von vorgestern, stellt sich, ich meine Frankfurt am Main, stellt sich schon immer mehr die Frage, wenn Deutschland für Europa irgendetwas in Gang bringen soll, stellt sich immer auch die Frage, welches Lebensmodell soll das eigentlich sein? Ist das ein Lebensmodell, was viele Leute mit einbezieht, die sagen, wo es eine Idee von Lebenswertem gibt und nicht nur von von Bayern-Münchenhafter Erfolgs... Die, also ja. Eleganz. Ich bin in München geboren und großer Bayern München. Okay. Erfolgseleganz. Trotzdem bei den Grünen, Peter. Ich glaube schon, das ist ein interessanter Punkt, auch für eine emanzipatorische Ausdeutung des Grünen Programms wäre, ja, zu fragen, emanzipatorisch nicht nur im Blick auf diese deutsche Gesellschaft, sondern emanzipatorisch im Blick auf ein Bild von Europa. Robert Habeck hat das ganz am Anfang angedeutet, dass irgendeine Tür immer wieder aufgemacht werden kann in der Vorstellung, wie soll eigentlich Europa in 30 Jahren aussehen? Und hat in dieser Frage der Begriff der Emanzipation eigentlich noch einen Platz? Und welchen Platz hat er eigentlich? Und wenn die Grünen das beanspruchen, bei den anderen Dingen, die sie auch können, dass sie einigermaßen gut regieren können und so weiter, ist auch schon mal nicht schlecht, weil wir so gerade ja vorgeführt kriegen, was eine Karnevalsform des Regierens ist. Das ist sozusagen, ich meine jetzt nicht in Deutschland, das ist, glaube ich, schon, ich glaube, das wäre, sollten sie machen. Was sollen sie machen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, zumindest als Warm-up, dass wir jetzt etwas besser drin sind in der Materie. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen schon mal angerissen. Was ist die Kategorie des Ökologischen? Wer ist eigentlich überhaupt sozial betroffen von ökologischen Fragen? Wie verhält sich das zur Politik?
wie ist es mit den ökologischen Steuerungsinstrumenten und dem sozialen? Also geben Sie zu, es war nicht ganz wenig für eine Stunde, so mal zum Einstieg. Wir würden jetzt eine kurze Pause machen, würden uns ungefähr in einer Viertelstunde hier wieder versammeln. Draußen gibt es auch was zu trinken, Michael, richtig. Aber ich will das natürlich, ich will Sie nicht in die Pause entlassen, ohne einen donnernden Applaus für Robert Habeck und Heinz Bude. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass wir die Gelegenheit haben, diese wichtige Frage weiter zu diskutieren, und wir sehen uns gleich hier im Saal wieder. Vielen Dank.